Es gibt Chancen und es gibt Herausforderungen, es gibt Probleme. Die Politik hat bisher hauptsächlich die Probleme gesehen. Wie finanziert man Pensionen, wie finanziert man das Pflegesystem, den steigenden Gesundheitsbedarf? Sie hat vielleicht noch nicht gesehen, was bedeutet das für das Unterrichts- und Erziehungssystem, was bedeutet das für die Wissenschaft, was bedeutet das für die Infrastruktur. Dieses Symposium hat, glaube ich, die wertvolle Gelegenheit gegeben, diese Fragen von verschiedenen Gesichtspunkten, fachlichen Gesichtspunkten, also aus der Sicht der Ökonomie, aber aus der Sicht der Medizin, der Genetik, der Soziologie zu beleuchten und aus verschiedenen Regionen, aus China, aus Amerika, aus Europa. Ich glaube, das ist ungeheuer anregend. Wir haben es mit sehr komplexen Fragen zu tun und auch mit Fragen, die Chancen eröffnen für die Zukunft, für ein besseres Leben in der Zukunft. Ist etwas, was unbedingt in diese Zeit passt und wovor uns in Österreich viel zu wenig Initiativen bisher gegeben hat. Wir haben in die Zukunft hinein eigentlich nicht sehr viel getan. Der Think Tank bringt Anlässe, über das gemeinsam nachzudenken und Lösungen zu erarbeiten.